So, nachdem OBS hier erfolgreich gecrashed ist und ja irgendwie alles keine Lust mehr hatte, ist natürlich der Account dann jetzt auch für den Arsch, weil irgendwie nur noch 5 Minuten Rest auf der Uhr waren. Und wir sind einfach mal hier herzlich willkommen in eine Runde Schneerenner. Das haben wir schon mal vor Ewigkeiten gespielt, nur offline. Aber Moment, kann ich das hier? Okay. Kleine so technische Probleme hier, warum auch immer. Das hier alles nicht geht. Dieser Mist. Und jetzt dachten wir uns so, mal beide wieder Bock gehabt, einfach mal eine Runde Schneerenner zu machen. Und am Anfang müssen wir noch irgendwie hier so die Werkstatt finden. Erst dann können wir zusammenspielen und da machen wir einfach mal weiter. Ja gut, ist ja nur das OBS gecrashed und sonst ist ja hier, kann ich mal bitte Allrad anmachen? Achso. Achso, eine Nummer. Ah, Lastgang, irgendwas. Oh Gott, das ist bei X zu bestätigen. Ach, die Nummer wieder. LB, wo war links? LB hier. Sollen wir ja gucken hier, wie war denn das? Hier. Ah. Und nach da vorne müssen wir. Ach so, ja gut. Nö, ich guck mal, ob ich das mit dem Ton nochmal wieder hinkrieg. Weil Audiogerät hat sich auch verabschiedet nach dem Crash. Soll ich so tun? Ja, jetzt ist Ton da. Perfekt. Es funktioniert wieder richtig gut hier alles. So, dann fahren wir da hinten zu dem finde den Wachturm-Dingens. Ja, wir machen ein bisschen hier Chili-Milli gegenüber dem sonst, was wir sonst gemacht haben bisher. Also, im Koop. Ja. Also der Jeep ist mit Heckantrieb wirklich nichts. Selbst mit Allrad fährt er sich komplett schwammig. Also Schulz, ich spiele gerade das auch parallel. Wir müssen beide das mal, wie gesagt, zur Werkstatt fahren. Und da können wir dann, wenn wir dort angekommen sind, erst den Online-Mode freischalten. Sind wir denn? Achso, hier kann ich noch weiterfahren. Ah. Ich habe erstmal einen Knopf gefunden, für wie ich auf die Karte komme. Erzähl mal. Back-Taste auf dem Gamepad. Ja, das schon. Gelände deuten. Oh. Dann fahren wir erstmal hier durch, ne? Den Zaun beiseite schieben. Durchs Wasserloch fahren. Ich mich noch dunkel dran. Stelle. Gefährlicher Wasserstand. Ja, langsam durch und dann geht das schon. War nur ganz kurz rot. Mir ist auch wieder Genau. eingefallen, nicht zu schnell da reinfahren. Yep. So, getankt haben wir und weiter geht's. Nee, umdrehen. Ah, vor der Tankstelle. Rechts rein. Wo waren das hier mit den rechts rein? Hier. Halt. Das ist schon mal ein dickes Wasserloch. Das war mir einfach mal. Der früher nicht hier ist. So eingezeichnet? Glaube. Aber wir haben uns, glaube ich, noch keine Wegpunkte gesetzt. Oder hast du schon Wegpunkte auf der Karte gesetzt gehabt? Ich habe mir gerade mal einen gesetzt und der wird zwar noch angezeigt, aber war da nicht immer eine gezeichnete Linie auf der Straße oder bilde ich mir das ein?
Ja. Also sowohl als auch. So, Wachturm gefunden. Drücke. Was ist das für eine komische Taste? Die habe ich gar nicht. Kann ich nicht drücken. Oder ist die? Ah, das ist die Back-Taste. Ah. Okay. Ja. Okay. Binde den Druck. So. Nur wenn wir uns einen Weg malen, quasi. Ach so. Oh, kann ich den Wegpunkt auch wieder löschen? Ich glaube, kann. So. Also wird er nur durch diese blauen Kreise gesetzt halt. Das ist ja wieder mit. Was ist mit der Motor abschalten? Steuerkreuz rechts, dachte ich. Geht irgendwie Licht an. Also schon mal Steuerkreuz nach oben drücken ist schon mal das Kontextmenü öffnen. Ja. Das ging auch mit irgendeinem Tastenbefehl. Hat er bestimmt mal am Anfang angezeigt. Wahrscheinlich erfolgreich weggedrückt, so wie ich es auch gemacht habe. B. Auf der Tastatur wäre es B. B wie Bodor. Genau. Bodor an, Bodor aus. Oder so. Druck gefunden. Ich hab einen Sattel zugefunden, das ist aber schön. Jetzt sind wir genau an der gleichen Stelle. Ich habe jetzt hier gewartet. Ah ja. Um in den Trakt zu steigen, öffne das Kontextmenü. Okay, habe ich. Motor abstellen, Trakt wechseln. Ah. War nicht der Beste, aber besser als nichts. Nee. Gut. So, Auftragsmenü. Aufträge. Ja, Steel River. Renoviere die alte Brücke. Stahlträger. Achso. Müssen wir da erst hinfahren zur Brücke oder wie ist denn das? Nee, die ist ja schon da. Da sind wir dran vorbeigefahren beim Start. Ja, ich weiß schon, aber ich habe da keinen Auftrag. Mit LB, RB oben umwechseln, dass du auf das Auftragsmenü bist und dann Renovierung der alten Brücke mit so. Steuerkreuz rechts aktivieren. So, na ja gut, dann holen wir uns erstmal aus der Stadt. Stahlträger. Oh, von mir unten rechts. Ach, das Ding hat ja auch kein Allrad. Oh, ich erinnere mich. Nee. Hat er nichts? Nee, der hat nichts, das stimmt. Oh, Baum, Baum, geh weg. Wie in Ruhe, du Baum. Knallen wir doch erstmal in die Stadt rein. Aber irgendwie. So eine Musik.
Wäre, wenn nicht schlecht. So, habe ich. Hast du vielleicht ausgedreht? Weil eigentlich war welche da. Vater. War auf null tatsächlich. Ach, ich mir doch. Jetzt höre ich Musik. Immer ja. Beine vorn Star war, weil ich bin ja eigentlich immer der, der Musik ausdreht. Aber vielleicht lag es daran, dass ich damals mir eigene Hintergrundmusik erstellt hatte. Laufen lassen habe. Das kann sein. Ach, hier ist auch gleich ein Anhänger. Nehme ich den gleich mit. War eigentlich nicht schlecht, ne? Verwaltung. Ich hätte gern. Ja, Stahlträger. Kann ich den Eingang gleich mitnehmen? Oder ist zumindest Holz drauf? Ne, da ist noch mehr drauf als nur Holz. Bütchenanhänger. Ah, ich lasse den erstmal. Ach, ich erinnere mich an die Stahlträger. Klimper, 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 klimper. Könnte man nicht von innen fahren? Ich muss da mal erstmal die Tasten alle wieder finden. Dass man das so krass verlernt. Ey, wir waren da voll drin in dem Game. Ah, rechter Stick reindrücken. Ach, das könnte sein, ja. Ich habe gerade einfach mal alles gedrückt. Ich tank gleich mal auf hier. Oh, das mach ich mit. Weil irgendwie haben schon wieder 20 Liter gefehlt. Ich hab nur 15 verloren. So, nicht durchs Wasserloch knallen. Schön langsam. Weil Stahlträger sind sehr schwer. Also ich bin vielleicht 10 Meter vor dir. Ja. Dann passt es doch. Denk an Speedlimit, 55 Meilen. Ich bin sonst immer Azovs gefahren. Ich kenn schnell gar nicht. Das stimmt. Oh, 4 Motorschaden. Nein, ich hab doch nicht einen. So, das ist eine Brücke. Gibt gerade. Jo. Stahlkonstruktion. Oh Gott. So. In 17 Zügen wenden, nicht vergessen. Und dann ab in die. Zur Holzwerkstatt da runter. Sägewerk, ne? Ja, genau. Da waren wir ja quasi gerade schon. Fast. Nö, wir haben da nicht den LKW geklaut. Mm-mm. Wir doch nicht. Der ist unser. Echt? Der stand da rum, der ist unser. Ja. Haben wir gefunden. Ah, nehme ich die Abkürzung? Ah, ich nehme die Abkürzung. Haben wir okay, mit. Ich mach mit. Ich wollte gleich rechts runterfahren durch den Wald. Hat die Lenkung nicht schnell genug aufgemacht. Oh, Stein, 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 Stein. Ah, der Stein. Verstehe. Danke fürs Bescheid geben. Was ist Wasserloch? Ja, ist noch ein Stück hin. Vollgas durchknallen, oder? Ja, geht. Also ich hab gebremst, aber... Vollgas. Also, wenn ich mich nicht täusche, hätte man auch direkt zur Werkstatt fahren können, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir kommen ja nicht hin, missionstechnisch... weil die Brücke kaputt ist. Wir müssen ja über die Brücke um zur Werkstatt. Nee, rechts rum. Doch, müssen wir. Rechts rum geht's doch. Nein, eben. Davon sind wir gekommen. Noch nur umdrehen müssen. Nee, hätten wir eben nicht. Ich nehme gleich den Anhänger mit, den roten. Oh, mach ich mit. Das dachte ich ja auch, das ging ja aber nicht, weil... Ach, wir müssen über die Brücke und nach der Brücke direkt rechts.
Okay. Erst dann kommst du ja zum. So. Erster Hänger. Wenn ich ja, dieses Schlammloch schon davor sehe, das ist vielleicht gar keine gute Idee. Ja, es dauert einen Moment. Ja, neue Anhänger gefunden. Jo. Hau dran. Was waren jetzt Pritsche? Nee, Seilwind ranziehen. Du Cheater. So, Scheiße. Anhänger angekoppelt. Ich nicht. Winde ziehen ist doch Y. Jetzt geht's doch. Eieiei. Lenkung gerade für Schwung. Los! Kacke. Gab's ja nicht irgendwo. Er koppelt den Anhänger nicht an. Wir werden nicht ranfahren. Das war keine Anhänger gute ankoppeln. Idee mit dem Anhänger. Denk dann, dass du eine Kombination aus Getriebe, Allrad und Winde verwenden kannst. Ich hab kein Allrad. Aber Winter hat geholfen. Ja, dann fahren wir halt mit Schwung zurück. Moment, fahr mal nicht so schnell. Ich hab mich festgefahren. Wo ich gesagt habe, mit Schwung zurückholen, hänge ich im nächsten Schlammloch. Ist wirklich für ein Arsch, das Ding. Ja. Also ich komme ja nicht raus. Bergen, ja. Du musst dann in der Werkstatt auf mich warten. Du, ich hänge ja selber fest. Das ist ein guter Wendepunkt. Das war ein guter Wendepunkt, aber... Da ist ein Baum. Jetzt kommen wir doch hier langsam raus. So, ich fahr wieder. Sauerer ist der LKW. Schrott. Yep. Wenn die Vorderachse nicht mit angetrieben ist, das ist ja unangenehm. Ah ja, schön im fünften Gang lang knallen. Wie früher. So, ich bin schon am Wasserloch. Ich nicht. Ah, hat ein Stück gedauert. Alter. So. Du musst dann alleine spielen. Nö. Ich spiel schön mit dir. Oh, ich hänge hier fast wieder. Ja, wobei, wie es bin, geht. Also nach dem Wasserloch ist nochmal so eine fiese Stelle. Ja, ich bin. Du musst nur den richtigen Baum finden für die Winde. Bisschen rückwärts, bisschen vorwärts. Ohne Allrad, das kenne ich ja gar nicht. Ja. Ja gut, mit den Adsoffs, die sind ja überall durchgefahren. Die waren zwar nicht die schnellsten, aber hat's halt perfekten Grip. Ich bin ja auf der Straße. Ich fahre direkt mal abgeben.
dass das Ding so behindert fährt, ey. Bremsen. Entladen. Oh. Brückenbausimulator abgeschlossen. Jeder Auftrag gibt Kohle und Zeugs. Perfekt. Finde die Werkstatt-Mission. Werkstatt-Eingang. Was hier lang? Ah ja, stimmt. Die Brücke. Ja. Jetzt. Ich war nämlich am Anfang vor uns aufgewirrt und denke so, hä? Aber ja, ja. Wir müssen ja über die Brücke. Oh, gut, dann ich roll mal los. Ich hab gerade noch kurz überlegt, ob ich nicht aus der Stadt noch den zweiten Anhänger hinten dran hänge mit der Seilwinde, aber ich lasse es erstmal noch. Dass das Ding umgestürzt ist. Garage. Schild mit Garage gefunden. Sehr gut. Speed Limit? Nein. Nein, 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 nein. Nicht in die Spur reinfahren. Ach du LKW. Richtig? Ja. War zwar noch ein Turm, aber den ignoriere ich erstmal. Hast du es schon zur Brücke geschafft? Nope. Okay, also richtig festgefahren. Yep. War eine gute Idee mit dem Anhänger, ne? Ja, ich hätte es mir einfach auf der Pritsche laden sollen und gut. Ja, ne? Aber der war so verlockend. Okay. Oh mein Gott, der Kack. Links rum oder rechts rum? Was so tief? Nö. Nö. Oh, cool. Einfach durch. Stehe. Alter, kannst du meinen anderen Windenpunkt nehmen? Ja, das Gespam auf Y habe ich überhaupt nicht vermisst. Aber ich dachte, früher gab es noch irgendwie einen Menüpunkt mit Windenpunkte wählen. Den kriegst du ja auch, aber. Ein Fleet Star gefunden. Dann machen wir erstmal eine kurze kleine Ehrenrunde, dass wir den Anhänger gescheit hinstellen. Was hab ich denn jetzt gemacht? Was ist noch da? Ich trick's jetzt einfach die Mechanik von dem Spiel aus. Mhm. Ich häng den Anhänger einfach an die Seilwinde. Da hast du nämlich komischerweise zählt er das Gewicht dann schon irgendwie anders, weil jetzt kann ich problemlos fahren. Okay. Also du hast schon den ersten Hack einfach benutzt. Verstehe. Vielleicht. Wo ist denn hier? Kaufen, verkaufen. Macht plus minus null. Okay, das ist auch funktioniert. Gut, dann fahre ich mal in die Werkstatt rein. Jo. Werkstatt. Was? Okay.
Eieieiei. PKWs sind aber teuer. Was sind die DLCs, die ich nicht hab? Gleedstar, den hab ich schon. Ich glaube, wir müssen auch erstmal leveln gehen. Der P12 kostet 126.000. Naja, gut, dann halt nicht. Ah. Editions-LK-Shop. Jeep. Eieiei. Ah. Kann ich schon irgendwas individualisieren? Hab ich einen neuen Motor oder so? Gibt's einfach so schnell nicht. Standardwinde. Ach du Heilige. Allradantrieb. Gibt's nicht. Nur Hinterradantrieb. Ja. Okay. Was? Metalldetektormodul? Achso, das ist der Anhänger. Der Aufbau, wo ich reingefahren bin. Mhm. Löschtank. Okay, der ist neu. Den kenne ich noch gar nicht. Sagt noch nichts. Das kann ja sein, es gibt irgendwelche neuen Aufträge hier mit Waldbränden oder was. Ich dachte, wir spielen jetzt nur noch keinen hier Feuerwehrsimulator. Ist er nicht. Werkstatt verlassen. Reise bitte in die Region Alaska, um zunächst das Reisentutorial abzuschließen. Globale Karte. Zwölf Maps sind noch dazugekommen. 12. Wow, wie viel hast du davon? Nur die Standard ersten drei. Insgesamt gibt es 15 Karten. Ich glaube, ich erinnere mich dunkel, dass wir bewusst deswegen auf deinem Spielstand gespielt haben, online, ja. wegen deinem Fehlkauf. Ja, ich erinnere mich. Gut, ich spring mal kurz nach Alaska, mach das Tutorial zu Ende. Nachdem ich erstmal meinen Truck abgestellt habe. Abstellen. Globale Karte. Alaska hat's gesagt. Jo. Stimmt ja. Isler, weil sich dein Wagen noch im Torklager bin. Begib dich dorthin und find heraus, wie alles funktioniert. Okay. Lager holen, aktiver Druck. Ich will nicht Alaska entdecken. Ich will Michigan spielen. Okay, ich gehe mal kurz raus. Willkommen in Alaska. Da. Nee. Den Knopf. Und ich spring zurück zu Black River. So. Vielleicht sollte ich noch vorher den LKW wieder Lager legen. Es fehlt mir eine. Abstellen, Karte, Michigan. Oh, jo. Geht's da? War da, glaube ich, auch schon besser, ne? Leerer Tank. Ja.
Der Motor ist hinüber. Kann ich bergen? Bergen wäre cheaten, ne? Ich will nicht cheaten. Missionen, okay. Das ist die Werkstatt. Trucklager. Den hier, mit denen rausfahren und Sprit rübergeben. Wieso kann ich den jetzt aber nur... erhalten. Aktivierbarer Allradantrieb. Nachtanken. Feedstar. Da. 60 Liter reinschütten. Was ist jetzt? 11.5? Fliegster. Der Motor ist hinüber. Okay, dann berge ich dich halt hier aus. Abstellen, schon mal vorbereiten, dass ich gleich hier mit dem Schulz hier fahren kann. Hol ich mir mal mein Chevrolet. Bergen. Abstellen, glaube ich. EMC. War ich auch in die Werkstatt und ist vielleicht Schulzi auch schon in der Werkstatt verfügbar? Bist du in der Werkstatt verfügbar? Ich müsste hier Alaska, muss ich immer hier rumfahren, ja? Ja, ach so, wieder dann zurück reinfahren und denk dran, dass du den LKW dann auch abstellst, dass er am Lager ist. Ja. So. Bäm, abstellen. Oh, dann kann ich doch zurück zum Hauptmenü.